Nach 2 Monaten in Griechenland haben wir uns jetzt dazu entschieden, dass wir uns auf dem Heimweg machen. Aber wir nehmen keine schnelle Variante, sondern wir machen es gemächlich und so, wie es für uns passt. Und es war eine sehr gute Entscheidung, weil es war eine wunderbare Rückreise. Der Nebel über dem Meer hat etwas Mystisches. Jetzt waren wir 36 Stunden auf unserer Mini-Kreuzfahrt über die Adria und kurz vor der Ankunft in Venedig Mestre wird es hell. Wir sind überrascht und sehr erfreut, dass es hier auch noch angenehm mild ist. Nochmal ein Blick auf die Asterion und nun rauf auf die Räder. Ganz motiviert machen wir uns auf in Richtung Verona. Schnell finden wir unseren Weg raus aus dem großen Industriehafen Mestre, kaufen neues Gas und radeln nach Westen auf der AIDA-Route Richtung Padua. Ach, es macht richtig Spaß, durch die Po-Ebene zu fahren. Das sanfte Licht und die milden Temperaturen gefallen uns sehr gut. Wir kommen gut voran und freuen uns sehr über die sauberen Wegesränder und die guten Straßen. Mittags ist es noch warm genug für ein schönes Vesper im Park von Dolo, einer typisch venezianischen Kleinstadt. Wir fühlen uns wieder wohl in Italien, trotz der vielen und lauten Mopedfahrer. Ein Top-Radweg geht von Padua zum Castello del Cartaio. Wir nutzen die Gunst der Stunde für eine kleine Kaffee- und Kekspause, denn Frappé gibt's hier ja nicht. Entlang des Canale di Bisato kommen wir nach Monselice. Die festliche Begrüßung mit einem Mittelalterfestival freut uns sehr, wäre aber wirklich nicht nötig gewesen. Wir sind doch ganz bescheiden und gehen wieder auf den Agroturismo Camping ganz in der Nähe und bauen unser Zelt auf. Kochen müssen wir diesmal schon mit Stirnlampe, denn es wird schnell dunkel und auch feucht kühl am Abend. Heute Nacht gab es 1 Stunde geschenkt. Trotzdem fällt das Aufstehen sehr schwer. Es ist kühl und auch feucht. Auch das Zelt ist außen nass und innen klamm. Warum bei Nebel also aus dem gemütlichen Schlafsack kriechen? Vielleicht weil wir heute über 70 Kilometer nach Verona radeln wollen? Ein gutes Argument. Also, zusammenpacken, Zelt zum Trocknen in die Sonne legen, frühstücken, losradeln. Und es fühlt sich sehr gut an. Ist der Nebel einmal weg, wird es wieder wunderbar warm. Im Städtchen Este kaufen wir nur kurz Proviant beim Lidl ein, denn hier waren wir ja 2020 schon mal mitten in der Corona-Zeit auf einer anderen Radreise. Wir kommen gut voran. Kein Wunder, es ist ja auch potteben. Die Strecke ist schön und wir kreuzen bald die Edge. Das sind gewohnte Gefilde für uns. Die Herbstsonne lässt alles wunderbar bunt leuchten. Das ist wieder einmal Futter für die Seele. Auch hier ist die Apfelernte in vollem Gang. Was nicht verkauft wird, landet auf solchen Haufen und wird zu Saft gepresst. In Perzacco an der Edge machen wir an der Dorfkirche in der warmen Herbstsonne unser Nachmittagsvesper unter goldgelb gefärbten Ahornen und beobachten das ländliche Dorfleben. Das letzte Stück bis zum Campingplatz in Verona war jetzt nicht mehr lang. Es reicht gerade noch, in der Abendsonne das Zelt aufzubauen, bevor es ganz dunkel wird. Das macht uns sehr zu schaffen, dass die Tage nun so kurz sind und es früh dunkel und kühl wird. Zum Glück gibt es hier eine kleine Bar, in der wir es warm haben. Und der Wein schmeckt auch. So können wir den Abend doch sehr genießen. Buongiorno. Jetzt wird's doch richtig klamm und kühl nachts im Zelt. Und wir freuen uns über die wärmenden Sonnenstrahlen. Nachdem wir gefrühstückt haben und das Zelt wieder trocken ist, brechen wir auf. Auch Verona haben wir jetzt schon zum 3. Mal mit dem Rad besucht. Daher geht's diesmal einfach nur straight durch die Stadt. Es gibt gute Radwege und wir kommen auch wieder an der coolen Graffiti Wall beim alten Güterbahnhof vorbei. Sehr cool und richtig gut gemacht. Nicht so simples Geschmiere wie sonst überall. Klasse anzuschauen. Raus aus der Stadt geht es jetzt entlang dem Edge-Kanal. Eine sehr schöne Etappe. In Bussolengo holen wir unseren Tagesproviant und ein zweites Frühstück. Ein Fotostopp am schönen Marktplatz des Städtchen gibt's gleich noch dazu. Hier verlassen wir Venedig und sind nun auf dem Edgetal-Radweg Richtung Bozen in Südtirol. Dieser Radweg ist einer der schönsten, auch wenn es nun wieder leicht bergauf in die Alpen geht. Wir nehmen ihn, wie letztes Jahr, auch auf dem Rückweg von unserer Balkan-Radreise Richtung Norden. Top Belag!
prima gepflegte Rastplätze, immer auch mit Wasserbrunnen. Wie schön die Berge im goldenen Herbstlicht mit dem bunten Laub leuchten. Eine wunderschöne Stimmung. Trotz des Sonnenscheins merken wir aber auch, wie kühl es wird, sobald man durch schattige Passagen fährt. Unser Picknick machen wir daher gerade mal noch so im Halbschatten. Durch die Weinberge geht es entlang der Etsch in den späten Nachmittag und ganz schnell wird es auch schon stockdunkel. Wir wechseln von T-Shirt zum Longshirt und zum Windstopper. Nach über 80 Kilometer erreichen wir unsere Unterkunft in Rovereto. Die heiße Dusche tut heute doppelt gut und wir beraten ziemlich müde, wie es nun weitergeht. Sehr schnell kommen wir darauf, dass es uns nun endgültig nach Hause zieht. Und manchmal geht das dann schneller, als man denkt. Nun ist's wohl auch vorbei mit Südtiroler Herbstsonne, oder? Bei grauem Himmel starten wir heute tatsächlich sogar mit Handschuhen. Brrr, jetzt hat uns der Herbst wirklich erreicht. Hach, wie warm war das am Meer beim Wildzelten in Griechenland. Jetzt müssen wir uns bergauf warm fahren. Unsere Hoffnung auf Sonne erfüllt sich leider auch nicht. Unsere Mittagspause verbringen wir heute in Trient. Auch hier ist es noch grau und der Domplatz ist wesentlich weniger belebt als sonst. Wir sind die Einzigen hier mit kurzen Hosen. Also, ab ins Café, an der heißen Tasse wärmen wir unsere Hände und gönnen uns einen kleinen Snack. Und dann lässt sich doch noch die Sonne blicken. Wir sitzen beim Vesper im Park und freuen uns über jeden einzelnen Strahl. Weiter geht's nach Norden. Am Nachmittag wird es dann so kühl, dass wir unsere Daunenjacken anziehen müssen. Krass, binnen 2 Tagen von Shorts und T-Shirt zu Daunenjacken. Das hatten wir auch noch nicht. Wir sind froh, dass wir bei Mezzo Corona wieder eine wohlig warme Unterkunft haben. Zelten ist nun vorbei für dieses Jahr. Hurra, die Sonne ist wieder da. Aber es ist saukalt heute Morgen und nur noch knapp 10 Grad. Egal, wir hatten ein fulminant reichhaltiges Superfrühstück hier im Hotel Cantaleone. Gerne wieder. Und jetzt geht's weiter gen Norden. Wir beneiden die Schafe um ihre warme Wolle, aber freuen uns auch nach so langer Zeit weiterhin auf jeden neuen Tag auf dem Rad. Und diese schöne Tour entlang der Etsch ist immer ein purer Genuss. So fahren wir in der Herbstsonne mit viel Freude weiter Richtung Bozen. Es ist schön, die aktuelle Tour mit den Erinnerungen an die beiden vorigen Male hier auf dem Radweg zu verbinden. Das erste Mal hatten wir den Weg vom Reschenpass nach Chioggia mitten in der Corona-Pandemie 2020 als Bikepacking-Trip gemacht. Vergangenes Jahr, Anfang Herbst, waren wir hier auf dem Rückweg von Ancona nach Salzburg von unserer Balkanradreise unterwegs. Der Etschtal-Radweg ist immer gut für einen Heimweg. Ach, das ist so schön. Auch sind heute kaum die Rennradfahrer Pulk talabwärts unterwegs, die immer solche Schwierigkeiten mit Gegenverkehr und dem Nicht-Nebeneinanderfahren haben. Wir vermissen sie nicht. Ebenso wenig den Rotz, den sie beim Begegnen immer so widerlich ausspucken. Bäh! Zum Mittag nehmen wir wieder eine der schönen Pausenbänke und genießen die warme Herbstsonne und das goldene Licht, wohlahnend, dass dies heute der letzte Radeltag unserer langen Radreise nach Griechenland und zurück wird. Unser Maskottchen Alain ist auch ganz verwundert, als er mal wieder aus der Lenkertasche schaut. Nun haben wir schon Bozen erreicht. Diesmal schauen wir uns die Altstadt aber wirklich an. Das hat ja letzten Herbst leider nicht geklappt. Wunderbar ist es, ganz entspannt mit den Rädern mitten auf die Plätze und schönen Gassen zu kommen. Ganz ohne lästiges Auto und ohne Parkplatzstress. Auch eine Sache, die wir in den über 3 Monaten dieser Reise in allen Städten sehr geschätzt haben. Es ist noch genügend Zeit, um in Ruhe einen Kaffee zu trinken und eine Runde durch die Stadt zu schieben. Das Licht wirkt plötzlich schon wie im Winter. Oha, da müssen wir uns warm anziehen. Wir ehren unsere treuen und so zuverlässigen Pferdchen auf dem Walterplatz, danken am Maria-Himmelfahrtsdom für unsere Schutzengel auf der Reise und radeln dann etwas schweren Mutes zum Bahnhof. Puh, ist das jetzt hier oben kalt auf dem Brenner.
Wir müssen auf den Anschlusszug nach Innsbruck warten und erinnern uns an den Hochsommer, als wir im Juli mit den Rädern hier oben waren. Bei 34 Grad, die Hitze und alle Erlebnisse noch vor uns. Guten Morgen aus Innsbruck. Wir hatten ein cooles Hostel, wieder mit mega Frühstück. Da es hier in Tirol zwar kalt, aber noch sonnig ist, in Süddeutschland aber dazu noch Nebel und Regen gibt, nehmen wir einen tollen Intercity. Und heute geht's durch den Arlberg-Tunnel und nicht mit den Rädern über den Pass schieben. Hahaha! Danke für diese wunderbare und so beeindruckende Reise zu zweit. Wir melden uns wieder mit weiteren Reisen, auch hier auf diesem Kanal. Ciao, bis bald!